Servus, da bin ich mal wieder. Hab jetzt einige Zeit von mir nichts hören lassen. Naja, gut, war ja auch nicht viel los in der NFL und von den ganzen anderen Quellen her habt ihr wahrscheinlich eh genug auf die Ohren bekommen. Ich bin wieder hier, um ein paar Fragen zu klären, ein paar Sachen abzuklären. Besonders für Leute, wie ihr ja wisst, die noch nicht ganz so lange im Fantasy dabei sind. Vielleicht auch für einige, die schon länger im Fantasy dabei sind, nur um mal abzuchecken oder um euch Hilfestellungen zu geben. Ich weiß nicht genau, es kann sein, dass dies diesmal auch außerhalb der Liga gesehen wird für alle, die von der Podcast-Liga rüberkommen, vom Korrektur-Podcast, wünsche ich hallo und herzlich willkommen auch. Das ist eigentlich so eine Sache, die ich für meine eigene kleine Liga mache. Dort geht es einfach so ein bisschen um News und ich stelle so ein bisschen die Seite vor, auf der wir spielen und mache immer zum Schluss einen kleinen Mock-Draft, in dem ich quasi gucke, dass ich, oh, wenn man aufnimmt, juckt einen die Nase. Naja, in dem ich mal ganz kurz darstelle, auch wie das Draftboard und so weiter funktioniert, darauf gehe ich heute auch nochmal ein. Allerdings starte ich jetzt in erster Weise mal mit meinen einzelnen Dingern. Lassen wir mal ganz kurz gucken, weil eigentlich möchte ich nicht rechts oben stehen, sondern eigentlich würde ich gerne rechts unten stehen. Mal gucken, ob das jetzt so einfach funktioniert. Ich hoffe doch, dass ich immer noch zu sehen bin. Gut. Die Preseason Week 1 ist komplett durch heute. Am Sonntag nehme ich das Ganze auf. Was gibt es generell zu sagen? Naja, es ist halt Preseason, ne? Interpretiert ja nicht so viel rein. Spieler, die im ersten Moment in der Preseason super sind, können im zweiten Moment in der Preseason furchtbar mies sein. Du weißt nie, gegen wen sie da wirklich gespielt haben, außer du guckst mal ganz genau hin. Das heißt, der Wide Receiver, der da geglänzt hat, nochmal was, hat vielleicht irgendwie gegen den vierten Cornerback gespielt oder irgendwie sowas, der von der Uni aus keine Ahnung woher kommt und nie wirklich ein richtiges Football, also nie wirklich ein richtiges Footballspiel ist falsch gesagt, aber nie wirklich Competition hatte in dieser Hinsicht oder so wie es da auch ist. Von daher interpretiert er nicht zu viel rein. Ganz besonders, auch wenn ihr es von überall hört, der Kyler Murray Hype Train ist im vollen Gange. Ich wäre dort immer noch skeptisch. Ja, er hat sechs Turns gehabt oder sechs Drives, nee, wie sagt man, sechs Möglichkeiten gehabt, wovon er einmal den Ball übergeben hat oder zweimal und kein Pass weiter als 8 Yards, glaube ich, geflogen ist. Boah, ja, Wahnsinn. Da kann selbst Jimmy G ja den Ball weiterwerfen. Naja. Ansonsten gab es irgendwas, was mich sonderlich überrascht hat. Ich habe überall auch nicht wirklich, ich gucke nur die Highlights, ja. Gut ich glaube, Arizona habe ich ein bisschen länger reingeguckt, da habe ich mir den Anfang angeguckt, zumindest. Seahawks habe ich die 40-Minuten-Zusammenfassung mir angeguckt. Wie Paxton Lynch sein altes Team vermöbelt. War auch nicht schlecht, ja. Aber was nehme ich daraus mit? Es gibt einen großen anderen Wide Receiver bei Seattle. Ja, ob der allerdings dann das Ganze schafft, weiß ich nicht. Der 7. Runden-Pick von Seattle war. Einmal hat er, glaube ich, einen Ball gefangen, der war aber auch echt gut geworfen, muss man sagen, und die Route war gut. Ansonsten ist da nicht viel mitzunehmen. Tampa Bay und so weiter, ja klar, man hat zum Beispiel gesehen hier mit diesen tollen getippten Bällen und sowas, das ist ja halt Preseason, ne? Das siehst du ja für normal nicht so in dieser Häufigkeit und bei San Francisco, glaube ich, war auch irgendwie sowas mit drin. Komplett egal. Also möchte ich gar nicht so lange drauf eingehen. Aber was ich eingehen möchte, ist Antonio Brown. Ja. Da braucht man keine Sorgen zu haben, dass der irgendwie die Saison aussetzt oder irgendwie sowas. Der kriegt halt einen neuen Helm. Mein Gott, ja. Ist halt wie es ist. Muss er sich halt dran gewöhnen an den neuen Helm. Dass er seine Füße bei irgendwelchen Eisbehandlungen kaputt macht. Natürlich ärgerlich, aber ist ein Veteran, der kommt zurück und gut ist. Ganz einfach, ja. Da gebe ich jetzt nicht so viel drauf. Hingegen, wenn man sich Zeke Elliott anguckt, der wird wahrscheinlich auch zurückkommen. Der muss zurückkommen, sonst wird ihm die Saison nicht akquiriert. Also ist es da schon mal egal. Wo ich mir mehr Sorgen machen würde, wären andere Kandidaten, wie zum Beispiel der Running Back von den LA Chargers.
toll, wenn einem natürlich gerade der Name nicht einfällt. Austin Eckler hat in der Preseason allerdings gezeigt, dass er das auch wunderbar ersetzen könnte. Ja? Dass er auch wunderbar der Go-To-Guy sein könnte und dort die Rolle komplett übernehmen könnte. Ist natürlich schlecht als Verhandlungsbasis, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, gut. Ich habe noch gesagt, ich gehe hier kurz drauf ein und dann gucke ich mal auf die Seite oder auf die App, auf der wir spielen, weil bei mir in der Liga zur Sprache kam, dass sie unübersichtlich empfunden wird. Ich starte mal, das ist die Übersicht, ich mache das Ganze auf der Webseite. In der iOS-Version ist das Menü irgendwie hier links oben auf der Seite hier. Diese Boards sehen ein bisschen anders aus, weil sie nicht ganz so weit aufklappen. Aber man hat eigentlich dieselben Sachen zur Auswahl. Hier vorne gibt es so Storylines und was gerade so passiert ist in der Liga und so weiter. Also es ist schon dasselbe, nur halt als Webseite, vielleicht liegen ein paar Sachen anders. Die Android-Version kenne ich nicht, habe ich nie mir angeguckt, bin iOS-User, von daher, ich hoffe, die ist mindestens genauso gut. Gut, starten wir. Direct Messages, ne, sollte klar sein, wenn ihr euch irgendwie unterhalten wollt vor einem Trade oder sowas, könnt ihr das hier nutzen. Bei uns, wir nutzen ja WhatsApp als Hauptkommunikation, solltet ihr aber den anderen über WhatsApp nicht erreichen, könnt ihr es auch mal hier probieren. Ne? In der Inbox landen Sachen, wenn ihr irgendwo euch in einem der Channels unterhalten habt und ihr irgendwie direkt angeschrieben wurdet oder erwähnt worden seid oder irgendwie sowas oder ihr euch irgendwelche Topics gemarkt habt, kommen wir gleich zu. Das kommt nämlich da unten bei den Channels dann. Leaks, ja, hier oben irgendwie Leaks are open, da kann man seine eigene Liga machen und dann starten. Unten drunter werden die Ligen aufgezeigt, in denen man ist. Für normal auch die letzte Liga, die ihr ausgewählt habt, oder der letzte Topic, den ihr hier ausgewählt habt, erscheint beim nächsten Start eigentlich wieder ganz oben. Oder als erstes auf eurem Draft, wenn ihr die App öffnet. Fly High ist meine eigene Liga, wie man hier sieht. Hier oben in der App gibt es für normal so einen Status von wegen, ja, Liga ist gefüllt, Draft ist gesetzt, Draft ist fertig oder irgendwie sowas. Und darunter steht, wann der Draft ist. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, wenn ich das bei mir aufrufe. Mal gucken, weiß nicht, habe ich noch nie probiert. Ich guck mal eben. Sieht dann in der iOS-Version irgendwie so aus. Ja. Direkt drunter ist in der App, das finde ich ganz nett, die Möglichkeit, direkt einen Mock-Draft in der App zu machen. Das finde ich eigentlich ganz cool, um dort direkt einzusteigen. Da unten drunter sieht man direkt die Draft-Settings. Wir haben bei uns 2 Minuten pro Pick, sind bei uns 15 Runden. Und die CPU-Auto-Cap oder der CPU pickt für einen selber, wenn man nicht vor Ort ist. Ja? Unten in der App, zumindest in der iOS-Version, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in der Android-Version genau ist, kann man den Chat hochfahren, den League-eigenen Chat, ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Nee. So. Mach es einfach anders. Zack. Ja. Kann man den Chat hochfahren und hat dann das Chatfenster. Finde ich sehr gut. Man bräuchte eigentlich kein WhatsApp mehr bei dieser Sache, weil der Chat eigentlich sehr gut ist. Man kann mit GIFs und so weiter arbeiten. Auf der rechten Seite, wenn ich oben rechts auf die 3 Dinger da oben gehe in der iOS-Version, ja, klappt hier natürlich einmal das Ganze raus und ich kann hier mir meine Sachen angucken. Ich sage, es sieht eigentlich genauso aus. So, mache ich jetzt da drüben weiter. Ich wollte nur kurz auf die Unterschiede eingehen. Hier sehen wir die Liga in der Übersicht. Unten sehen wir die League-Settings, ganz wichtig, und die Scoring-Settings, die in unserer Liga gelten. Alles, was gelb ist, ist standardabweichend vom Standard der Plattform. Das heißt, ja, bei uns zum Beispiel haben wir uns festgelegt, dass Field Goals mehr als 50 Yards nicht 5 Punkte bringen, sondern ganz normal bei 3 Punkte, weil das hat letzte Saison irgendwie ziemlich Ausmaße angenommen, teilweise in manchen Spielen, und war ziemlich ärgerlich. Safety bringt bei uns 4 Punkte anstatt 2 zum Beispiel, ist auch ein Unterschied, oder 3 sind es, glaube ich, keine Ahnung. Also ein Safety wird extra belohnt, so wie die Seahawks im Preseason-Spiel gegen Denver gemacht haben, da hätte man auch nicht Punkte für bekommen. Gut, unten drunter kommen die Draftboards, da kommen wir gleich hin. Hier könnte man verschiedene Drafts machen. Hier sehen wir komplette Drafts, die ich schon gemacht habe. Und hier unten drunter ist vielleicht das Verwirrendste für alle, da gibt es Channels. Ihr könnt unterschiedliche Channels hinzugehen, ihr könnt eigene Channels erstellen, wenn ihr wollt. Die Channels sind quasi öffentliche Räume, wo ihr drin chatten könnt im Großen und Ganzen.
ne? Nichts Großartiges. Ich bin, standardmäßig ist man, glaube ich, im Fantasy Football Alerts. Da steht dann irgendwie alles Wichtige drin, was im Fantasy Football passiert oder was halt für Fantasy Football Spieler vielleicht wichtig sein könnte. Oder irgendwelche Aussagen dazu, ne? Kann man sich mal durchgucken, ist manchmal ganz nett. Bringt vor allem viel, ja, vor allem in der Preseason viel Schmarrn mit. Bringt vor allem später aber echt viele Inside-Informationen mit, weil es echt gut gepflegt wird. Dazu kann man auch irgendwelche Messages schreiben. Gestern war der Celebrity Draft von Juju Smith-Schuster. Der hat mit den Fantasy Footballers eine Liga. Oder er hat eine Liga und die Fantasy Footballers wurden dazu eingeladen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kann man sich diesen Live-Draft auch angucken, wenn ihr denn lustig seid. Auf dem YouTube-Channel der Fantasy Footballers. Ja, es geht hier unten weiter. Könnt ihr ein bisschen chatten und so weiter. Und hier unten könnt ihr Questions stellen und Antworten geben. Zum Beispiel nicht nur zur Plattform, sondern auch zum wann draft ich wen, wie sieht eure Strategien aus oder so. Should I trade George Kittle for Brandon Cooks, Jack Doyle und Geronimo Allison, solche Sachen. Ne? Hier unten, das ist vielleicht das Wichtigste, Trending Storylines, finde ich besonders wichtig zum Beispiel. Da kriegt man so einen Überblick über die ganzen Storys, die zurzeit abgehen. Ja. Ne? Kleine Überschriften halt einfach. Twitter nur in kurz zusammengefasst. Das Ding der Fantasy Footballers. Ja, kann man reingehen und ich bin auch im Seahawks-Ding drin, kann man mal durchlesen, steht aber auch nur so Injury-Updates und so weiter, George Fan suffers, Legend Ankle Sprain oder irgendwie sowas, einfach damit das Ganze ein bisschen zurechtkommt. Je nach App habt ihr dann oben, bei mir ist es oben, da ist es unten, habt ihr Einstellungen, E-Mail-Adresse, irgendwelche Account-Settings und Profil-Settings, wenn ihr das wollt. Die kleinen Kekse hier unten, das ist die Währung, die es hier gibt, falls ihr die Leute unterstützen wollt, könnt ihr für, ich glaube, 1,99 ein paar 10 Kekse kaufen und dafür könnt ihr euch ein random Maskottchen besorgen. Das werde ich wahrscheinlich noch machen, weil ich finde das ganz gut und ich zahle dann auch für Software, aber das soll jedem selbst überlassen sein. Ne? Also, das ist das Standard-Maskottchen, der Sneeper-Bot quasi, aber da gibt es dann auch noch andere. Kann man die hier irgendwie angucken? Ich weiß es gerade gar nicht. Also, in der App gibt es dann irgendwo Maskottchen-Shop oder irgendwie sowas. Da gibt es ein paar ganz lustige Sachen. Gehen wir von hier rüber, wenn ihr bei mir zumindest auf der rechten Seite in diese Option geht, habt ihr so eine kleine Auswahl noch rechts. Dort gibt es einmal die Übersicht, was passiert denn gerade in der Fantasy-Welt oder in der Welt von der NFL. Immer so die letzten, keine Ahnung, ich glaube 50, naja 20 Plays oder irgendwie sowas, die irgendwie Punkte gebracht haben und vielleicht auch wichtig wären für die Liga so ungefähr, weil es kommt auch immer auf einmal, welche Liga ihr hier unten selected habt. Und dann kommen wir hier hin. Hier stehen sämtliche Spieler, die noch available sind oder Storylines dazu, die man sich dann angucken kann. Ne? Jason Myers zum Beispiel. Gucken, ob es auch noch lädt. Heute ist meine Internetverbindung relativ lahm. Ja. Und ihr bekommt wunderbar, was ist denn gerade mit dem Paar los? Ja, wie sind seine Points, die er gemacht hat? Wie war die Projection diesbezüglich? Und so weiter und so fort. Ja, gut. Bei dem Herrn eher weniger interessant. Auf der App gibt es oben auch noch einen Suchbutton. Den finde ich hier irgendwie gerade nicht. Naja. Ist ja auch egal. Und rechts finde ich, das ist ziemlich cool gemacht, gibt es Trends. Ne? Über welchen Spieler wird gerade besonders viel gesprochen? Wer ist gerade mitten im Hype-Window? Und welcher ist eher nicht so im Hype-Window? Sondern fällt quasi dabei. Ja, über Jordy Nelson wird gerade derzeit sehr viel gesprochen, weil er in Rente gegangen ist. Wunderbar. Ja? So habe ich aber zum Beispiel auch Philipp Lindsay ganz zu Anfang nach dem ersten Spielmail in der Liga direkt sichern können vom Waiver Wire, weil ich hier drauf im Auge hatte und mir gedacht habe, was soll's. Ja? Heute ist die Website doch sehr lahm, wie ich gerade feststelle. Vielleicht machen ja gerade viele Mockdraft. Und dann gibt es noch die Übersicht, ja, über die Games gerade. Ziemlich
Aufschlussreich, finde ich. Ist natürlich als auf Fantasy ausgelegt. Braucht ihr jetzt nicht unbedingt, um zu gucken, wie das Spiel oder wie die Spiele gerade wirklich sind und wie es gerade läuft von den Statistiken her. Aber man sieht hier zum Beispiel Fantasy-Punkte, die jeder gemacht hat, immer gemünzt auch auf das Format, das in eurer Liga angesagt ist. Ja? Wenn ich das Ganze umstelle, hier auf den Cover 2 Podcast zum Beispiel, da ist es eine Standardliga. Da sehen wir, dass Jonathan Williams hier zum Beispiel wahrscheinlich viel weniger Punkte bekommt, weil bei uns bekommt er einen halben Punkt für jede Reception. Und dann sehen wir hier 6 Receptions und 6 Receptions für 33 Yard ergeben sich halt nun einmal 3 Punkte zusätzlich für den Herrn. Ja, ganz einfach. Finde ich aber cool gemacht. Kann man alles sich wunderbar angucken. So viel dazu. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Also links habt ihr die Übersicht über eure Ligen und so ein bisschen über den Chat. Rechts habt ihr so allgemeine Informationen über Spieler und genaueres. In der App, jetzt muss ich die App wieder öffnen, gibt es auf der rechten Seite, wie gesagt, einmal hier bei Trending und so weiter, ich halte das nochmal in die Kamera, gibt es die Möglichkeit zu suchen und sich dann da einen Spieler quasi rauszusuchen. Unter Available ist natürlich Spieler, die auf dem Waiver Wire gerade available sind, das ist aber vor Preseason, also vor Draft, eher uninteressant, weil da ist einfach jeder natürlich zu haben. Aber wenn ihr nicht adden könnt, dann kommen noch die Rankings, welcher Spieler gerade top ist und so weiter. Nach Positionsgruppen könnt ihr da suchen. Da unten drunter die Watchlist, die ist sehr wichtig. Also ihr könnt irgendeinen Spieler anklicken, zum Beispiel möchte ich Saquon Barkley auf die Watchlist setzen, weil ich ihn so toll finde und da in Zukunft genau darüber informiert sein wollen würde und ihn vor allem auch an meinem Draftboard gehighlightet haben wollen will. Das machen wir nämlich gleich. Klicke ich hier auf diesen Stern da rechts unten, dann ist der Stern gesetzt und er ist auf meiner Watchliste gelandet. Und wenn ich dann auf Watchliste gehe, sieht man, dass da ein Saquon Barkley zum Beispiel und ein Kerryon Johnson draufstehen zurzeit. Einfach damit das auch abgearbeitet ist. Gut. Wir wollen einen